So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rohrbasteln. So, das müsste eigentlich alles reichen. Wobei, wir haben hier unten alle Ton. Das ist schon so ein dieser Plastikklumpen. Ja, sollte es reichen. So, Moment, jetzt gucken, wie war das nochmal? Okay, das muss ich kochen und dann das Ergebnis davon muss ich auch nochmal kochen. Das klingt ja machbar. So, ich würde aber gerne gleich mal gucken, weil wir haben ja hier, diesen Trafo. Der aktuell überhaupt keinen Strom generiert. Das AKW müsste an sein. Das Ding halt ja Jahre. Oh, nee, ist leer. Warum kriege ich Strahlung, wenn das Ding aus ist? Ich dachte, man kriegt nur Strahlung, solange wie das Ding läuft. Was? Aua! Aua! Leck mich. Gut, das heißt, jetzt ist das AKW gerade eh aus. Wir müssen also erstmal neues Uran machen. Also Uran-Brennstäbe. Das heißt, jetzt gerade ist das mit Testen sowieso schwer. Oder haben wir noch Uranstäbe? Ich wüsste gerade nicht mal, wo wir die Dinger haben, wenn wir welche hätten. Aber ich glaube, wir haben keine. Kann ja eigentlich bloß hier oben sein, ne? Nee, gar nicht. Wir hatten damals nur genau so viel Uran gemacht, wie wir brauchten für die 6 Brennstäbe. Ne? Schon so lange her, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Gut, egal, dann machen wir dann... Egal, wir haben wieder mehr als genug Power. So, ach, guck mal einen an. Ich glaube, wir hatten Plastik gemacht. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber auf einmal habe ich so dieses Gefühl, dass ich doch richtig lag und wir doch irgendwie Plastik gemacht hatten. Ja, das, ja, Ordnung und so, ne? Ordnung, meine Damen und Herren. Ein unterschätztes Konzept, diese Ordnung. So, aber das auch mal gemacht hier. Warum ist hier eigentlich so hässlich gerade? Warum bist du da? Warum bist du da? Warum bist du da? Ne, wobei, das war ja das so... Achso, ja. So, genau. So sieht es schon viel besser aus. Gut, wir haben Plastik. Wir können Rohre machen. Und mit diesen Rohren können wir Plastikrohre machen. Alles. Ah, ich mach erstmal nur einen Stack. So, dann mache ich noch einen Stack. Für die Dinger. Genug Mese müssten wir haben. Wir haben ja over 1000. So, dann brauchen wir. Wir brauchen. Was ist hier los? Amanakolm. Weg. So. Wir brauchen. Also 60 Sorting Tube Pies will ich jetzt nicht unbedingt gleich machen, sondern ich sag mal so. Ganz ehrlich, warum eigentlich nicht? Das heißt, wir bräuchten 60. Das heißt, wir bräuchten 240 von diesen komischen Fragmentchen. So, haben wir 100, 240. So. Bam. Yeah. Alles. Wuhu. Das ist doch cool. Das ist alles, was wir brauchen. Das haben wir für die nächsten Jahrhunderte genug Vorrat. Haben wir keine Fragmente hier rumfliegen? Nani? Ah, leck mich. Mach ich doch jetzt. Nee, muss ich ja kochen. Ach komm, ich pack den einfach hier mit rein. Lalala. Wir hatten hier noch früher auch die Fragmente drin. Wo sind die jetzt gelandet? Irgendwer will mich gerade ärgern. Naja. So. Jetzt nämlich folgendes. Hier machen wir wieder... die Dinger bitte. Oh, hier brauchen wir auch zwei, ne? Wir brauchen hier sogar... Momentchen mal. Jetzt bin ich... Halt, stopp, jetzt rede ich. Oh, Momentchen mal. Das wird jetzt schwierig.
Oh, fuck. Wir... Oh Gott. Das ist too much. Weil das Problem... Also, wir können es hier in zwei Arten bauen. Art Nummer 1. Das ist ja hier der Kreislauf. Alles kommt hier rein und wird dann hier... entweder, wenn wir es für eins dieser beiden Sachen brauchen, wird es hier rausgefiltert und alles andere kommt nach dort. Das wäre die sinnvollere Art. Alternativ, alles, was wir nicht haben wollen, filtern wir hier raus und was dann übrig bleibt, kommt nach da. Beides hat große Nachteile und ein bisschen Vorteile. Der große Nachteil bei der ersten Variante ist, wenn wir das hier rausfiltern, naja, wir haben da oben 12 verschiedene Sachen. Also so bis zu 12 verschiedene Sachen. Und manches wird ja schon hier vorne rausgefiltert. Das heißt, wir haben 12 Sachen, die hier ankommen. Die wir hier rausfiltern müssen. Damit bräuchten wir alleine schon 2 Reihen. Ne, 2 Reihen geht ja. Ne, 2 Reihen, ne, könnt ihr wieder hier diesen Trick machen, mit hier raufklatschen und bumm. Kein Problem. Aber wir brauchen ja zum einen dieses Rohmaterial, was von hier kommt, müssen wir hier einfiltern für die Schleifmaschine. Und dann im nächsten Schritt müssen wir die Sachen nochmal rausfiltern und wieder einfügen für das, was bereits geschliffen wurde, für den Ofen. Das heißt, wir bräuchten hier bis zu 24 Sachen. Das könnten wir vielleicht sogar hinbekommen, wenn ich dem Ding hier ein bisschen mehr Platz gebe und wir 4 Ausgänge dafür nutzen könnten. Das heißt, ich mache das jetzt ungefähr... Ich gehe mal bis hier. So, mach hier die Sorting-Tür rein. Ne, ich brauche ja alle... Ich brauche ja alle 6 Seiten. Ich brauche einen Eingang, die 4 gefilterten Ausgänge... Und den Ausgang für die ganzen Reste. Das heißt, das Ding muss irgendwie so stehen. Das wird aber arg hässlich aussehen. Gut, dann machen wir es anders. Dann machen wir es als die dritte Möglichkeit. Wir machen 2 Sorting Tubes. Ich glaube mal, das ist dann doch die sinnvolle Art und Weise. Wir machen einmal hier einen hin und einmal hier einen hin. Bap, bap. Dann filtern wir erstmal die Sachen raus, die der eine braucht. Ne? Dann können wir hier wieder mit dem Ding arbeiten. Und schieben die Sachen hier rein. Und dann und alles andere kommt dann hier durch. Und hier filtern wir die Sachen raus, die das andere Gerät braucht. Auch wieder auf die gleiche Art und Weise. Ungefähr so. Und schiebe das dann auch hier mit rein. Und der Rest, der dann noch übrig bleibt, das mache ich hier gerade, der geht dann, was auch immer dann passiert. So könnte man tatsächlich arbeiten. Wobei dann natürlich die Frage ist, ob wir dann nicht gleich mit 2 Kreisläufen arbeiten sollten. Einmal zum Schleifen, einmal zum Brennen. Wobei das definitiv mehr Platz brauchen würde. So. Das heißt, das hier kann weg und das muss auch weg. Weil hier kommt dann das ist nämlich wieder die Stelle, wo dann wieder hier dieser Puffer reinkommt. Den bauen wir übrigens jetzt gleich mal hier. Ungefähr so und so. Und damit wäre unser Primärkreislauf quasi erstmal fertig. Wir müssen zwar hier noch alles konfigurieren, aber nur vom Logik-Schaltbild her ist das Ding jetzt fertig. Achso, ich will nur noch 2 Rohre. Ah ne, halt. Ich will die Injektoren. So. Genau. Das sieht soweit schon mal gut aus. Bisschen, bevor ich die Dinger hier ranbaue, mache ich erstmal hier unten das Kabel. Achso, na gut. Sieht ja eh keiner. Haben wir keine Kabel. Ei, 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 ei.
Das wird eine Anlage, ich sag's euch. Was soll ich jetzt gerade? Kabel. Oh, 5 Stück? Ja, könnte ein bisschen knapp werden. Wobei könnte aber auch genau reichen. Also, nicht genau. Wir brauchen 4, glaube ich. Hier können wir auch noch eins klauen. So. So und so. Und so und so. Voila. Easy. Bop. Bop. Perfekt. Ja. Okay. So. Guckst du jetzt einfach noch erstmal nach unten? Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Genau. Alles kommt erstmal dort rein. Kommt erstmal hier durch. Und wird dann, je nachdem, was wir für die beiden Dinger brauchen, hier und hier rausgefiltert. Kommt dann beides in die Kiste. Das ist natürlich der Vorteil, dass die Kiste ja eh alles kombiniert. Also kann ich auch mit beliebig vielen Rohren rangehen. So, und hier wird dann immer eins nach dem anderen rausgenommen. Ne, genauso wie beim Primärkreislauf. Rausgenommen. Hier reingefiltert. Und was zu viel ist, weil die Dinger bereits voll wären. Wobei, das könnte echt so ein Problem werden, ne? Dadurch, dass wir jetzt hier zwei Dinger haben, haben wir das Problem, wenn die hier voll sind, dann bleiben die Sachen hier in der Loop stecken. Verdammt. Das heißt, wir arbeiten doch lieber mit zwei Loops. Der Vorteil dabei ist nämlich, wenn wir zwei Loops haben und jedes Loop nur ein Gerät hat, dann brauchen wir die Filterdinger hier überhaupt gar nicht. Ja, dann machen wir doch lieber so. Okay, weil das hier dürfte nicht funktionieren. Das dürfte so nicht funktionieren. Was natürlich sehr schade ist. Also am Anfang. Wir brauchen zwei Kreisläufe. So, wobei das einige kann schon bleiben. Und du musst aber weg. So, mal jetzt gucken hier. So, hier brauchen wir. Shift. So. Hier bräuchte. Hätten wir ich arbeite mal lieber trotzdem mit Doppelkisten, auch wenn wir es hier eigentlich jetzt nicht brauchen unbedingt, aber sicher ist sicher. So, jetzt kannst du nämlich einfach hier ran. Voila. Alles, was der schafft, zieht er sich rein. Und was halt nicht rein kann, kommt halt weiter und geht wieder in den Kreislauf zurück. So die Idee. Das war genau falsch rum. So. Das hier müssen wir zweimal bauen. Okay. Das klingt auch machbar. Ja. So, das heißt, hier müssen wir einmal Platz lassen. Also kommst du nach da. Beziehungsweise halt, hier kann gleich so ein rotes Ding ran. Wobei, eigentlich muss es nicht sein, aber ich mach's trotzdem. Ja, eigentlich braucht der hier nämlich auch nicht sein, ne? Egal. So. So.
So, und hier kommt jetzt das andere Gerät ran. Der Ofen. Aber definitiv noch mehr schwarzes Kabel. Ach, ich mache einfach ein bisschen. So. Oh, so viel haben wir ohne mehr. Müssen auch bald mal wieder Neues produzieren. Ich mach jetzt mal 12. Sechs. Pardon. Wollte ich gerade wegschmeißen. So. So. Jetzt habe ich die schwarzen Kabel natürlich wieder zweimal im Inventar. Danke dafür. So. Du musst nochmal weg. Hey, ja komm. Danke. So. Ah. Das hier. Voila. Ja, manche Löcher müssen wir noch stopfen. Sieht hier echt Katastrophe aus gerade, aber hey. Aber so fromm die Logik her. Ist das jetzt so schon mal richtig? Und hier kommt dann jetzt das Sorting Tube. Und hier wieder die gleiche Systematik. So, 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 so und so. Voila! Jetzt aber da ein Kreislauf und hier ein Kreislauf. Brauchen wir nur bloß noch ein paar Kisten. Haben wir noch ein paar Kisten? Holz. Nope. Gut, dann bauen wir mal schnell ein paar. Brauchen wir aber noch Eisen für. Beziehungsweise, nee, wir brauchen Schlösser für. Haben wir noch Schlösser? Oh, hier haben wir doch noch ein paar. Schlösser. Nee, sieht nicht so aus. Sad life. So, wir brauchen Stahlstab und Schmiedeeisenbarren. Stahlstäbe haben wir auch keine mehr. Verarschen? Gut, aber Schmiedeeisenbarren müssen wir noch ein paar haben. Schmiedeeisenbarren. Jo. Ich brauche noch ein paar, weil wir werden noch ein paar Puffer brauchen. Von daher brauche ich aber noch ein bisschen mehr Holz. Mal gleich mal ein paar schöne Kisten hier. Tiefer am Baum? Nee. Wobei ist ja für Kisten, das ist eigentlich egal. Können wir auch Kiefernholz nutzen. So, Dankeschön. Bitte im Kr. Ah, ne, brauchen wir noch mehr. Wir brauchen nochmal 40. Perfekt. Erstmal hier ein bisschen Stuff loswerden. Mein Inventar ist aber immer so voll. Achso, halt. Ihr könnt auch weg. Du kannst weg und. Du kannst. So, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Dann können wir nämlich die Anlage jetzt eigentlich so wie sie ist schon mal aktivieren und mal Testlauf machen. Wir müssen natürlich auch noch überall Mesokonf verlegen und die ganze Sache konfigurieren. Aber so von die Art und Weise, meine ich jetzt, so können wir die Anlage so erstmal schon mal in Betrieb nehmen.
Können wir hier erstmal so einen Blindpuffer ranmachen, wo erstmal alles andere reinkommt denn. So, Mesokorn. Wie viele Mesokorn haben wir denn? 55, sollte reichen. So, Mesokorn-Signal. Wo lang? Jo, passt ja. Hey, aua, ich bin gefoolt. Ungefähr so. Ich würde aber gerne hier noch einen ranmachen und hier noch einen ranmachen, einfach weil es optisch schöner aussieht. So. Da sieht es wirklich so aus, wie als wenn das Kabel hier reingeht, ne? Und nicht so, wie als wenn es da irgendwie so, weiß nicht, eingeklappert ist oder so. Gut, jetzt müssen wir die Sache nur noch konfigurieren. Konfigurieren ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Ich mache erstmal alles auf Blindflug. Unser Inventar ist so hart voll. Scheiße, und dann. Haben wir mal kurz zur Tasche, wo wir einfach alle reinklatschen können hier. Danke. Danke. Ach, leck mich. Schon geordnet hier. Let's go. Einfach alles rein. Lalalala. Oh, scheiße. So. Beziehungsweise die Sachen könnt ihr gleich mal benutzen. Okay. Das Ding ist konfiguriert. Sehr schön. Ich weiß, die Dinger brauchen auch, aber lass ich erstmal. Ich mach erstmal alles. Auf Durchgang. Das heißt, hier ist ja sowieso Durchgang. Der soll ja nur dazu da sein, damit alles, was hier rauskommt, automatisch nach rechts weggeht. Wobei ich das eigentlich überhaupt nicht brauche. Ich bräuchte eigentlich nur das. Ja, ehrlich, brauche ich gar nicht an der Stelle. Da reicht ein normales Rohr vollkommen aus. Weil, es geht nur in die eine Richtung. Hier ist ein Ausgang, hier geht es also nur raus. Und da kannst du nicht hingehen, weil da das Ding ist. So, von daher brauche ich hier die Dinger gar nicht. So. Gut, und die Dinger hier schalte ich erstmal komplett auf Durchfluss. Das heißt, alles geht nach schwarz. Das soll jetzt kein politisches Statement sein. Ungefähr so. Und jetzt kann ich die Anlage schon aktivieren. Ey, was ist mit dir los? Ey. Gut. Funktioniert das hier? Nee, die Sachen droppen einfach nur. Ach Junge. Warum sollst du die Monster? Weg mit dir. Weg mit dir. Junge, wie viel hält denn der aus? Das ist ein fucking Ringbogenschwert. Wie viel hält denn der Typ aus? Warum? Verdammt. Warum droppen die? Das. Aber ich habe mir das anders vorgestellt, Leute. Ich kann doch nicht so viel einstellen oder sowas, ne? Also. Das ist ja. Aber wozu kann man denn hier Rohre anschließen? Oder muss die Dinger wieder an irgendeine andere Seite, weil das hier zum Nachfüllen für was? Werkzeug ist ja das Werkzeug geht ja nicht kaputt oder so. Oder brauchen die Dinger gar kein Werkzeug? Ah, nee, doch, ich brauche ein Werkzeug. Jo, ich habe keine Ahnung. Irgendwas haut hier gerade nicht hin. Gut, dann müssen wir uns hier nochmal später kümmern.
Dann arbeite ich hier doch erstmal wieder mit dieser komischen Vakuumpipe. Denn das scheint ja hier offensichtlich nicht zu funktionieren. As you can see. Vakuum, Vakuum. Wo ist nicht Vakuum? Warum haben wir was? Zweimal Glas übrig? Achso, ich von hier oben. Ja, klar. So, einmal das und du bitte auf. Was hatte ich gemacht? Drei, ne? Genau, muss 3 Meter sein, ja. Okay. Das ist ja. Da müssen wir da mal nochmal nachschauen, ob das überhaupt wirklich geht mit den Dingern oder ob man hier diese Injektoren braucht, die Sachen hier rausziehen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber somit einfach Tubes anschließen, wie es im Kommentar, glaube ich, stand. Ich lese mal nochmal den Kommentar kurz mir durch. Weil, ja. So, warte mal kurz hier. So. Wenn du deine Notebreaker hinten Tubes hinmachst, kannst du dir die Saugtubes sparen. Dann hast du auch weniger Baustellendreck in deiner Anlage. Genau. Ja, hier einfach nur, wenn du Notebreaker deine hintere Tubes reinmachst. Da haben wir wohl wieder irgendeine Demo-Version. Sehr interessant. Na gut. Wie gesagt, dann lassen wir das erstmal. Das hat ja so bisher gut funktioniert. Wie gesagt, wir haben zwar ab und zu Dreck. Aber jetzt haben wir ja eine Art und Weise, wie wir den Dreck rausfiltern können. Weil jetzt haben wir hinten ja eine Kiste wieder. Das heißt, jetzt kann man es auch so machen. Tatsächlich. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis hier ein paar Sachen ankommen. Leute, könnt ihr mal hier ein paar Sachen vorbeischicken? Ey, was ist los mit euch? Wir können auch einfach Sachen von hier oben nehmen. Wobei ist die Frage, ob wir da. Oh, ob wir hier alles haben. Wir schauen mal. So, also letztendlich die Sachen brauchen wir hier nicht mehr. Ich packe es jetzt mal unten hin. Damit wir vergessen, dass sie da liegen und ich nie wieder Diamanten habe. So, was brauchen wir alles? Erstmal hier alles nach unten. Ich versuche mal der Reihenfolge zu machen, wie es hier unten drin ist. Einfach weil Auge mit ist und so. Da haben wir Zinn, Chrom und Schmiedeeisen. Also Eisen. So, Zinn, Chrom, Eisen. Zinn, Chrom, Eisen. So etwas Zink, etwas Chrom, aber ich nehme gleich mal einen ganzen Stack mit Eisen und da war glaube ich auch noch hier Blei. So, dann kann ich gleich hier einen ganzen Stack mitnehmen. So, okay. Als nächstes haben wir dann Zinn und. Achso, hab ich jetzt Zinn oder Zink? Oh, ich habe Zinn genommen. Na super. Das kommt ja noch da. Silber, Kupfer und Uran. Silber, Kupfer, Uran. Und dann ist ja bloß noch, müsste einmal Mithril sein und dann Gold. Ungefähr so.
Trier und Gold. Genau. Voilà. Jetzt haben wir alles und es sind tatsächlich genau 10 Sachen. Das heißt, mit den 12 war ich gar nicht mal so verkehrt. Und kommt schon die ersten Sachen rein? Nee, ne? Oh, doch, tatsächlich. Ah, praktisch. Praktisch. So. Ah, guck mal, die ersten Sachen kommen. Hm. Genau, siehst du, wir wollten noch mal, ich wollte noch mal gucken. Ist, Alter. So. Genau, wir haben 4 Sie. Ah, nee, wir haben sogar 5. 5 Siebe auf 2 so Dinger. Ja. Dann sollte das ja eigentlich passen. Gut. Okidoki. Jetzt wird's spannend. Wir brauchen... Hier brauchen wir erstmal alles. Alles. Oh, ich bin so aufgeregt. Was war das andere? Grün. Ungefähr so. Die jetzt sollte hier eigentlich noch nichts vorbeikommen, weil die ja noch nicht aktiv sind, richtig? Oder kommt schon die ersten Sachen? Hier sollte eigentlich eh noch nichts rauskommen können, weil hier noch kein Mesekon ist. Ja, genau. So, das heißt, jetzt aktiviere ich die Dinger und dann müssen die auch funktionieren. Voilà. So, wir brauchen ja eben, ich brauche ja noch Mesekon. Dann aktiviere ich nämlich das Ding gleich mal und dann ist die erste Anlage schon mal fertig. Hier kann ich es auch gleich machen. So. Oh, er burnt schon. Mhm. Das findet jetzt einfach weiter nach hinten. Jo, das heißt, Kreislauf 1 funktioniert schon mal. Oh, wie geil. Ja, achso, halt, ich muss ja hier noch einstellen, dass er in Rotation machen soll. So. Und hier auch. Ist immer am effektivsten. Habe ich hier vorne bei dem Ding auch gemacht. Genau. Warum habe ich hier eigentlich einen Stackwise genommen? Weil das Problem beim Stackwise ist... Nee, es gibt gar keine Probleme. Nö. Das heißt, eigentlich würde ich hier auch einen Stackwise nehmen. Letztendlich brauche ich es nicht, weil so schnell können die Dinger eh nicht arbeiten, so. Also. Ja, was ist denn hier los? Achso, ja, okay, ist richtig. Genau, kann sein, dass die ab und zu eine Schleife machen und dann nochmal durchgehen. Das ist natürlich ungewünscht. Dem könnte ich jetzt natürlich damit entgegenkommen, dass man hier ja eigentlich... alles nach Rot schickt einfach. Ungefähr so. Voilà. Habe ich jetzt vollkommen vergessen. So, und hier auch alles nach Rot. Ungefähr so. Ja, geil. So, dann ist der erste Kreislauf schon mal fertig. So, jetzt brauchen wir von all den Materialien die gesiebte Form. Ich kann ja eigentlich, kann ich ja hier einfach so ein bisschen Sachen reinschmeißen. Das ist ein Vorteil von so einem Dixabums da. Da kann man einfach hier so...
Sachen manuell einfügen. So, jetzt müsste alles da, genau. Voilà. Können wir mal sehen, wie unsere Anlage hier unter Last arbeitet. Sieht schon cool aus. Ja, ist doch geil. Das ist doch cool. Ich meine, man sieht schon, der ist etwas unterlastet. Das heißt, man könnte hier vielleicht doch mehr machen. Wobei, das müsste doch gehen, wenn ich so hier mache. Dann müsste er doch mehrere mit einmal rausschicken, oder? Genau. Jetzt schickt immer gleich drei mit einmal raus. Achso, ja gut, bringt natürlich auch nichts. Schon wieder. Weil so macht er jetzt auch schon zwei mit einmal. Das Problem ist, hier passt immer nur eins mit einmal rein. Und das heißt, es geht immer nur, wenn es Chrom ist. Und da ja hier jetzt die Sachen random drin sind, ist es unwahrscheinlich, dass das nächste vom Chrom auch wieder Chrom ist. Da sollte ich hier wahrscheinlich doch stackwise machen, ne? Ich meine, so ist es halt besser durchmischt. Ich glaube, ich lasse es so, wie es ist. So, und hier wird es jetzt spannend. Jetzt haben wir hier... Haben wir schon alle... Nee, zwei Sachen fehlen noch. Mithril fehlt noch. Und irgendwas anderes fehlt noch. Wo bleibt das Mithril, Leute? Wir brauchen Mithril. Da kommt das Mithril. Sieht aus wie so Weintraum. Lol. So, was fehlt jetzt noch? Irgendwas fehlt noch. Ah, es war Blei. So, Zink kommt raus. Dafür kommt Zink wieder rein. Chrom kommt raus, Chrom kommt rein. Eisen kommt raus, Eisen kommt rein. Blei, Zinn, Silber, Kupfer. Uran. Eigentlich ist die Reihenfolge scheißegal. Es ist einfach nur, weil das Auge mit ist. So. So. Und jetzt kommt das Gleiche mit der Anlage hier. Grün war's, ne? Ja. Und schon müsste die Anlage auch funktionieren. Vor allem das Geile ist, ich kann jetzt einfach das Zeug hier rausnehmen. Und auch das Zeug kann ich jetzt einfach hier hinten in die Kiste reinschmeißen. In die Dingsabupsa. Ey. Du Arsch. So, das auch und das auch. Und jetzt müsste das automatisch alles hier durchgeschleift werden und hier in den hinteren Kreislauf kommen. Oh, ist das geil. Ah, oh, es funktioniert so gut. Ich hätte es von Anfang an mit diesen Kreisen machen sollen. Diese Kreisanlagen ist halt einfach beste. So. Das funktioniert richtig gut. Ah. Okay. Dann soll es das damit erstmal gewesen sein und dann bauen wir die Anlage in der nächsten Folge dann weiter, wobei ich noch gar nicht weiß, was der nächste Schritt ist. Das werden wir denn dann sehen. Ja, bis dann.